Alle 2 bis 4 Monate organisiert das Deutsche Rote Kreuz in Triberg eine Blutspende. Täglich werden 15.000 Blutspenden in Deutschland benötigt. Wenn man das auf die Hochschule Furtwangen runterrechnet, müsste jeder Student 2-mal am Tag Blut spenden, um diesen Bedarf zu decken. Tobi geht Blut spenden. Und das nicht zum ersten Mal. Seinen Spenderausweis hat er dabei. Wenn du zum ersten Mal Blut spendest, bring einfach deinen Personalausweis mit. Lisa ist schon lange beim Jugendrotkreuz und hilft heute ehrenamtlich mit. Das Blutspende, das funktioniert halt ohne die Ehrenamtlichen einfach gar nicht, weil die Hauptamtlichen, die kommen ja nur zum Blut abnehmen und dann werden die Leute ja weitergeschickt und wir sind dann für das Drumherum so zuständig, also eher im Hintergrund, aber ohne uns geht's halt nicht. Wer Blut spendet, muss gesund sein. Also erstmal den Fragebogen ausfüllen. Heute sollte Tobi schon regelmäßig gegessen und 1,5 Liter getrunken haben. Jetzt noch zum Gesundheitscheck bei der Ärztin. Sie bespricht mit Tobi den Fragebogen und misst Blutdruck, Puls und die Körpertemperatur. Frau Dr. Di Balla ist es wichtig, dass viele Leute Blut spenden, denn Blut. Auch die Unfallopfer brauchen sehr viel Blut. Beim Bluttest wird der Hämoglobingehalt gemessen. Auf Deutsch, es wird geschaut, ob sich in deinem Blut die benötigte Menge an roten Blutkörperchen befindet. Hierfür reicht ein kleiner Pieks. Und jetzt darf Tobi zur eigentlichen Blutspende. Innerhalb von 7 bis 10 Minuten wird Tobi 1,5 Liter Blut entnommen. Der Körper ersetzt das Blut schon nach wenigen Tagen. Dein Körper hat also keinen Nachteil an einer Spende. Eher einen Vorteil. Die Ärztin nimmt Tobi zusätzlich einige Ampullen Blut ab. Sie werden am nächsten Tag im Labor des Deutschen Roten Kreuzes untersucht. Dabei werden Blutgruppe und Rhesusfaktor bestimmt und das Blut auf HIV, Hepatitis B und C und Syphilis getestet. Bei Auffälligkeiten wirst du sofort informiert. Ansonsten kannst du dir sicher sein, dass du rundum gesund bist. Nach der Blutspende wird die Einstichstelle abgedrückt und Tobi bekommt einen Druckverband. Um keinen Bluterguss zu bekommen, soll er ihn erst nach 2 Stunden abnehmen. Um sicherzugehen, dass der Kreislauf stabil ist, wird Tobi noch 10 Minuten von einem Helfer beobachtet. Aber Tobi ist ziemlich schnell wieder fit. Einfach wie immer, 8 Minuten, ist die ganze Sache vorbei. Jetzt gibt's noch was Leckeres zu essen. Dann geht's heim. Weitere Informationen findest du unter drk.de oder in der DRK-App. Dort bekommst du Informationen zur nächsten Spende und Notrufnummern in deiner Nähe. Tobi hat Blut gespendet und dadurch Leben gerettet. Damit zählt er zu den nur 4% der Gesamtbevölkerung, die regelmäßig Blut spenden geht. Obwohl statistisch gesehen etwa 80% aller Bundesbürger mindestens einmal in ihrem Leben auf eine Blutspende angewiesen sind. Also, hilf mit Leben zu retten und gehe Blut spenden.